bisschen Steine sammeln. Bevor hier irgendwas anderes gemacht wird, muss ich erstmal die Steine sammeln. Komm, schlag ihn weg. Schlag ihn weg. Auf die Hand. Auf die Hand. Und schön auf den Kopf drauf. Au, wie das wehtun muss. Kann man sich vorstellen, als wird irgendwas auf meinem Kopf sitzen und dann mit dem Zahnstocher draufschlagen. So, Nummer 2. Das steckt mir den Kopf im Baum. Wieder 3 pulverisiert. Whoop. Schieß! Jawohl! Wow! Aufpassen! Kommt hier einer her? Irgendeiner! Komm, wir machen Teamwork! Ja, toll! Ist dein Einsatz verpasst! Ganz toll! So, probieren wir es nochmal! Sobald das mal geklappt hat. Ach, jetzt kommt's. Wunderbar, wunderbar. Schmeiß die Waffen weg, sonst reißen wir ihn auseinander. Belbo, nicht! Mmh, lecker. Okay. Brauchen Sie doch nicht zu kochen. Wir setzen uns auf Sie drauf. Und zerbrechen Sie zur Sülze. Lecker Sülze. So kann man es natürlich auch machen. Einfach draufsetzen. Wird schon irgendwie klappen. Was ist das jetzt für ein Teil? Wo muss ich das jetzt einsetzen? Ach so, das ist jetzt so ein... Was ist jetzt sowas? Was ich schon die ganze Zeit brauche. Ja, der redet im Hintergrund ein bisschen übers Kochen, auch immer schön. Aber ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen blöd, dass die Originalszenen aus dem Film genommen wurden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Originalstimmen verwenden. Das finde ich sogar verdammt cool. Aber mich stört es ein bisschen, dass sie sich jetzt wirklich komplett daran halten müssen. Finde ich dann doch ein bisschen schade. Kann man jetzt natürlich anders sehen. Aber so ist meine Meinung hier zu. Frisch und knackig. Die mit den Würmern hier. Der Klassiker. Wer hat den größten Wurm? Nein, ich weiß, dass ihr Narren seid. Ist der Unterschied, mein Freund. Ich weiß ganz genau, dass ihr einfach nur dumme Orks seid. Trolle seid. Aber ich kann nicht mal aussprechen, was ihr seid. Sag jedes Mal Orks und dabei sind sie immer nur Trolle. Ah, das ist so tragisch. Achso, hier muss er wieder was bauen, oder? Oh, was denn diesmal? Haben wir. Wunderbar. Lohnt sich doch alles aufzusammeln. Jetzt muss man erstmal finden, was das für ein Teil gemeint ist. So. Und so. Und so. Noch ein bisschen schneller. Riesenplatte. Und kleines da. Was denn? Ach da! Oh Gott, das ist aber komplett übersehen. Ach verdammt!
Jetzt haben wir zum Schluss alles vermasselt. Okay, doch nicht. Ich sage nichts mehr. Das ist mal äußerst schön. Der Tag soll euch treffen. Ach, jetzt schon? Komm schon! Jawohl! Aus Lego wird Stein. Nimm gefälligst den Fuß aus meinem Kreuz! Ja genau, du Penner! Mit dem Fuß im Kreuz. Sollen das? Hammelbraten, Level abgeschossen. Schönes Level, muss ich schon sagen. Hammelbraten. Toller Name. So, und Gott sei Dank haben wir es dann doch noch geschafft auf 100%. Genau wie geplant. Mini-Hit. Haben wir ein ganzes gefunden, ist auch immer toll. So, jetzt kommen wieder 10.000 Ereignisse, oder? Verspringen das jetzt einfach mal gekonnt, weil das eh immer ewig dauert. Seit wann wagen sich Bergtrolle so weit in den Süden? Das haben sie ewig nicht getan. Eine dunklere Macht herrschte damals über dieses Land. Bei Tageslicht dürfen sie nicht draußen sein. Das heißt, in der Nähe gibt es eine Höhle. Wieso die nur so weit von der Höhle weg sind mit ihrer Grillerei? Verstehe ich nicht. Würden wir doch da direkt daneben stellen. Ach so, boah. Das habe ich jetzt gerade gar nicht erkannt, dass das hier die drei Trolle sind hier. Ich dachte jetzt gerade, das wäre irgend so ein kleines Gebäude oder sowas in der Art um das Lagerfeuer rum. Überhaupt nicht gemerkt, dass das die Trolle sind von gerade eben. Auch cool. Sieht echt cool aus. Sich alle drei noch retten wollen. Und keiner schafft es. Wow, ich bin einfach fies gewesen. Einfach mal so ganz beinhart eingesteint. Zu Stein geworden lassen, Tuten haben. Was ist denn da dahinter? Trollhöhen. Das sind ein paar Silberobjekte. Was sie genau bewirken, kann ich nicht sagen. Sieht zumindest ein bisschen interessant aus. Nur die Frage, mit welchen Waffen ich die silbernen Objekte dann verwenden kann. Aber das wird wahrscheinlich eh noch länger dauern. So, ich will jetzt mal mit Gandalf spielen. Einfach so. Aus Spaß an der Freude. So ein bisschen Fernzauber hab. Und der Gandalf ist einfach cool. Kann man nicht sagen. Gandalf ist immer noch so ziemlich der coolste im ganzen Herr der Ringe-Universum. Und der einzige von dem ganzen Trupp, der hier nicht durchpasst. Tja, hat er wohl Pech gehabt. Der arme alte Zauberer. Mit meinem genialen Gehirn habe ich jetzt schon wieder vergessen, was ich hier eigentlich noch machen wollte vorher. Egal. Komm, zerstör das alles. Ja, genau. Immer schon ein bisschen Materialien sammeln, das lohnt sich. Und doch immer wieder was bauen muss. So wie jetzt zum Beispiel. Die habe ich und habe ich die Holzbretter? Jawohl. Boah, wie ich ausgerüstet bin einfach. Achso, ich muss jetzt noch zusammenbauen. Und Platte. So. Und den. Bin noch ein bisschen schnell unterwegs. Boah, das letzte ist gerade eben jetzt ein bisschen
Mehr Glück als Verstand. Ah, schön. Ach, das ist wieder so ein Riesenschlüssel, oder? Meine Güte, den muss man sogar zu zweit anheben. Sieht man nicht oft. Komm, heb auf. Mann, du bist wieder zu blöd für alles, oder? Ich sehe schon. Die kann man gar nichts machen. Ah, ich sehe schon Schlüssel. Gandalf irrt in seiner Weisheit selten. Und so stieß die Gemeinschaft bald auf den Trollschatz. Wer konnte ahnen, was unter diesem Haufen von Dingen, die unvorsichtigen Abenteurern und Karawanen abgenommen wurden, für Schätze versteckt lagen? Oh, was ist das für ein Gestank? Es ist ein Trollhort. Passt auf, was ihr anfasst. Wäre doch schade, das alles hier rumliegen zu lassen. Dann könnte es jeder mitnehmen. Immer auf den Großen. Gandalf muss immer alles haben, oder was? Ist das eine größere Höhle hier? Oder alles nur in dem kleinen Gebiet? Setze dich als Urg auf eine Lego-Picknickdecke und füttere ihn als ein anderer Charakter mit Nahrungselementen, um seinen Bauch aufzupolstern. Okay. Geht weg, ihr blöden Spinnen. Okay. Ach so, und dem kann ich das jetzt einwerfen. Alter Schwede. Gandalf kann dunkle Gebiete mit seinem Stab erhellen. Ah. Ja, nicht wieder da drauf schlagen. Sehr schön. Lasst uns tiefer hineingehen. Ach, die ist wenigstens hier schon zu Ende. Brauche ich nicht ewig suchen. Ist da noch irgendwie ein Fisch drin? Jawohl. Fisch brauche ich nämlich gerade. Und Steine. Immer wieder Steine. Ich meine Stutz. Ich vergesse auch jedes Mal den Namen. Ich sag jedes Mal Steine, weil es einfach einfacher ist. Heißt auch immer Lego. Wir bauen was mit Lego Steinen und nicht mit Lego Stutz. Na ja, auch blöd, ne? Das kann ich jetzt aber nicht aufmachen. Das allerdings könnte durchaus hilfreich sein. Komm. Und... Ja, ich sollte vielleicht nicht direkt in die Schussbahn reinlaufen, ihr Idioten. Ich finde es so cool, wenn mit der Zauberei... Sieht zwar auch cool aus, wenn man es zusammen mit der Hand zusammenbaut, aber wenn der es zusammen zaubert, sieht es dann eigentlich schon nochmal cool aus.